geht's weiter mit einem neuen Vlog von mir. Es ist immer noch Ütirukt, aber wir fahren jetzt mal in eine andere Richtung, wo der nämlich auch, also wo das auch ist. Also der Üti ist ja groß. Es sind mehrere Eingänge, wir schauen uns jetzt einfach mal die anderen an. Weil laut Planung heißt es, man soll die Haltestelle in den Hesen nehmen. Und ob dies in den Hesen jetzt so gut ist, schauen wir mal. Wir fangen mal an damit, dass das Thema Rollertuning oder allgemein Rollerfahren bei jüngeren Leuten irgendwie nicht mehr so beliebt ist. Also beliebt im Sinne von, dass es nicht mehr so viele machen, weil ich weiß zum Beispiel, als ich bei mir in der Schule den Führerschein gemacht habe, haben sehr viele Leute, also waren mehrere Rollerfahrer da, als dann das Jahr da drauf. Und das finde ich schon ein bisschen komisch, weil von 20 Roller, die dann auf dem Parkplatz stehen, dass auf einmal nur noch 5 oder sogar weniger dastehen, ist schon krass. Hier ist schon der erste Krankenwagen, okay. Ja, wieso weiß ich nicht. Rollerfahren ist bestimmt auch teuer. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das nicht jeder erlauben kann oder nicht mal erlauben, sondern einfach, Rollerfahren kostet natürlich nicht nur die Anschaffung, sondern man muss auch Steuern bezahlen, man braucht eine Versicherung, man muss das Benzin bezahlen, man muss mehreres tun und das kostet natürlich. Das ist vielleicht der eine Grund und der andere ist, glaube ich, dass das Interesse einfach nicht mehr da ist, dass die Jugend von heute vielleicht auf ganz andere Sachen steht. So, ich zum Beispiel, ich war nie einer, der gesagt hat, ich brauche jetzt schon eine Zigarette oder muss mit 15 rauchen oder mich vollkiffen oder zudröhnen mit irgendwas oder über meine Zukunft nachgedacht. Und ich wollte nie rauchen, ich wollte immer irgendwas machen, woran ich auch Spaß habe. Und Rollerfahren mochte ich als Kind schon. Also, was heißt als Kind? Als ich so 10, 11 war, habe ich dann mal im Fernsehen gesehen, dass da Leute Roller gefahren sind. Das fand ich interessant. Und dann bin ich so zu Mutti, Mutti, ich will auch Roller fahren. Meinte, nein, darfst du nicht, darfst du erst mit 16. Ja, und dann habe ich halt mit 16, glaube ich, auch bei mir in der Schule, habe ich dann die AG angefangen. Also ist halt Moped AG, so 25er Führerschein gab es in der AG, habe ich einen 10er für bezahlt für die Materialien. Ich bin da, glaube ich, 4-mal hingegangen und dann habe ich gesagt, ich möchte meinen Führerschein gerne machen. Ich habe dann den Test da gemacht, kann ich ja auch mal erzählen, wie das vielleicht abläuft, ist vielleicht für manche interessant. Ich habe dann den Test da gemacht. Ich habe übrigens die ganze Zeit am Handy gelernt. Irgendwie eine Woche lang durchgehend diese 300 Fragen oder was das waren auf dem Handy. Das gibt es eine super App, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Ist so ein Verkehrsschild, so ungefähr, nur halt mit so einem, ich glaube auch grün, weißer Inhalt und dann ein Roller drin. Oder Moped oder sowas. Da kann man dann die Klasse auswählen und das machen und auch mit Fehlern und sowas. Das ist ziemlich cool. Das habe ich dann gemacht. Ich hatte dann, glaube ich, 2 Fehler da drin, habe es aber so gerade eben noch geschafft. Im Nachhinein ist aber rausgekommen, dass das der Test vom letzten Jahr war. Das heißt, hätte ich das nicht bestanden, hätte ich nochmal den neuen machen dürfen, was ziemlich nett war. Weil sonst hätte ich halt, glaube ich, eine Woche warten müssen. Aber ich habe ja bestanden, von daher halb so schlimm. Zu dem Zeitpunkt bin ich aber noch nicht einmal Roller gefahren. Also ich hatte schon so ein bisschen ja, man hat es halt gemerkt, dass man noch nicht gefahren ist. Und dann war halt auch der gleiche Tag, wo man dann halt das erste Mal fahren sollte. Wir wurden da in 2 Gruppen aufgeteilt. Letzte Woche sind die Gruppe A und ich war in Gruppe B, so kann man das sagen. Und ich wollte auch fahren. An diesem Tag habe ich halt gemeint, ja, wie sieht's aus mit Fahren? Ja, durfte ich dann noch, obwohl ich ja quasi schon fertig war. Bin dann auch also auf so ein richtig altes Moped, so ein Fahrrad. War ganz cool, war ein bisschen schwerer zu fahren als das hier. Ich habe es dann auch gemeistert in die Kurven und dann habe ich mich auch schon ein bisschen sicherer gefühlt. Und dann ging es auch schon, ich glaube, ein paar Tage später zum TÜV. Nein, ich musste erstmal den TÜV-Termin machen. Man bekommt dann Sachen zugeschickt, muss ein bisschen Geld überweisen, weil das irgendwie so ist. Man muss für alles Geld bezahlen, das gibt's gar nicht. Ja, dann hat man den Termin bekommen und da musste ich da wohl hin, irgendwann morgens um 10 oder noch früher sogar. Oder was nachmittags, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Und dann habe ich halt den Test gemacht. Den Test habe ich beim TÜV Nord gemacht, glaube ich. Das war so ein schöner großer Raum, stand halt mit. Waren eine Menge Leute, die haben ihren Autoführerschein gemacht und ich habe halt meinen Rollerführerschein gemacht. Waren, glaube ich, nur ein paar Fragen, 15 Fragen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau, es war auf jeden Fall nicht viel. Und da ich davor natürlich auch krass gelernt habe, also ich habe mir jede falsche Antwort eingeprägt und wusste, welche falsch war. Das ist echt so, beim Lernen habe ich mir die falschen gemerkt und nicht die richtigen. Weil wenn ich wusste, bei einer Frage sind irgendwie 2 Sachen falsch, dann wusste ich ja automatisch, welche richtig war. Ich weiß nicht, wieso ich so gelernt habe, aber ich habe so gelernt. Wenn man mich jetzt fragen würde, ich hätte die Hälfte falsch. Beim Test sowieso, man kann mehr als die Hälfte mit logischem Verständnis beantworten. So, dann saß ich da, habe meine Fragen gemacht, bin nach 10 Minuten oder so oder sogar noch schneller wieder rausgegangen, war dann fertig. Und dann hat es geheißen, ich glaube, das ist richtig,
ja, hier, pass auf, hast bestanden, geh jetzt da vorne in den Raum und hol dir deine Prüfbescheinigung ab. Da habe ich da voll krass meine Bescheinigung abgeholt, habe die bekommen, bin dann ganz stolz nach Hause und bin dann endlich legal Roller gefahren, weil den Roller hatte ich, glaube ich, schon ein paar Tage vorher, weil der TÜV-Termin so spät fertig war. Also, weil ich den TÜV-Termin so spät bekommen hatte, hatte ich den Roller schon ein paar Tage, bin damit auch schon gefahren. War ganz angenehm, war ganz witzig, war recht cool. Man, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich das nicht schaffen würde, weil ich habe schon krass geübt jetzt. Boah, was stand da denn drauf? Ordnungsamt oder was? Digga, habe ich kurz Schiss bekommen. Und dann bin ich endlich rumgefahren, somit hatte ich quasi meinen Führerschein gemacht, war fertig und so wird es bei den meisten bei euch auch laufen. Wenn ihr den Führerschein in der Fahrschule macht, wird das Ganze ein bisschen teuer. Ich meine, das kostet dann um die 90 Euro. Ich rate euch dazu sogar, den Moped-Führerschein zu machen, weil der Führerschein für einen Roller, also für einen 40er, kostet um die, ich meine sogar 600 Euro. Je nachdem, welches Bundesland hier gerade zuschaut, bis auf 600 Euro könnt ihr euch freuen. Oh, ich habe die Vieh auf meiner Nase. Nein, oh, okay, ist weg. Ja, ist ein bisschen blöd, geregelt, vor allen Dingen, dass das so teuer ist. Aber wenn ihr 17 seid, fahrt ihr quasi 2 Jahre lang Roller und könnt dann schon euren Autoführerschein machen. Bezahlt dann um die, was weiß ich, 1200 Euro für einen Autoführerschein und habt dann direkt schon den Traktorführerschein und den Rollerführerschein für einen 45er Roller mit da drin. Das bedeutet, ich dürfte auch Roller 45er fahren. Wie man am besten besteht diese Prüfung, ist, glaube ich, ganz einfach. Ihr müsst einfach lernen. Das ist nicht so wie in der Schule, dass ihr für einen Mathe-Test lernt und sagt, ein paar Tage vorher lerne ich. Sondern ihr müsst wirklich lernen. Es bringt absolut nichts, wenn ihr nicht lernt. Wenn ihr so denkt, oh, Fragen kann ich bestimmt schon. Nein, ich gebe euch den Tipp, wenn ihr wisst, ihr habt den TÜV-Termin irgendwie am, was weiß ich, 10., dann fangt am 6. an zu lernen. So habe ich das mit meinem Autoführerschein und mit dem Rollerführerschein gemacht. Ich habe die ganze Zeit durchgelernt. Ich habe 2-3 Tage früher angefangen zu lernen, beim Autoführerschein eine Woche früher, und habe dann auch diese ganzen Scheißtage nur gelernt. Ich habe jeden Tag diese 1000 Fragen gemacht beim Auto, beim Roller auch. Ich bin ich glaube 600 Fragen am Tag mit dem Roller, damit ich die alle gut kann. Und jede, die ich nicht konnte, habe ich so lange gemacht, bis ich die konnte. Dann habe ich nochmal gemacht, nochmal alles durch, so lange, bis ich 0 Fehlerpunkte in allen Fragen hatte. Und das ist anstrengend, aber so schafft ihr das auf jeden Fall. Okay, die stehen hier, um was zu machen? Keine Ahnung. Gut. Aber so solltet ihr das Ganze gut bestehen. Das ist halt so den Tipp, den ich geben kann. Ich kann euch die App ja auch mal vorstellen. Möchte ich sowieso mal machen. So ein paar Apps zum Rollerfahren ist ganz cool. Gerade wenn man wie ich auch mal ein bisschen länger fährt, öfter fährt. Und ich müsste mal kurz checken, wie voll mein Tank noch ist. Ich glaube, ich check mal kurz, wie voll mein Tank noch ist. Oh, Bierflasche von gestern. Na, geht noch ein bisschen. Das geht. Meine Güte, diese scheiß Pferde sollen so eine Pferdetüte. Hunde müssen auch so eine Hundetüte, dass wenn die scheißen, dass die Herrchen das wegmachen. Die Pferde sollen das auch machen, verdammt. Wie viel muss man bezahlen, wenn ein Hund auf die Straße kackt und man macht das nicht weg? 40 Euro? In Deutschland könnte ich mir sogar 60 vorstellen. Und dann bei so einem Pferd, man, das muss ja mindestens 6.000 Euro dann kosten. Scheiße, Mann. Wortwörtlich. Oh, die Strecke hier ist cool zum Fahren. Zwar nur für ein paar hundert Meter, aber die ist cool. Hier kann man schön Vollgas geben und in die Kurve. Wow! Da hinten beginnt zwar dann die Bodenwellen wieder, aber das ist egal. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen so zeigen, was auf euch zukommt, wenn ihr den Rollerführerschein macht. Oder Mofa-Führerschein. Oder sogar Autoführerschein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wenn man gezielt lernt, dann schafft man das. Also es bringt nichts, wenn ihr irgendwie 3 Monate vorher anfangt zu lernen, dann die Fragen euch ein paar Mal anschaut, habt danach die Fragen nach den 3 Monaten wieder vergessen. Es bringt euch absolut nichts. Fangt eine Woche beim Auto und eine Woche früher an, beim Roller reicht auch ein paar Tage, wenn ihr sicher gehen wollt, fangt auch eine Woche früher an, aber alles, was ihr nach einer Woche gelernt habt, vergesst ihr sowieso wieder. Ist wie Mathe. Man schreibt eine Mathearbeit, bereitet sich darauf vor und nach der Mathearbeit hat man alles wieder vergessen oder bei mir im Fall während der Mathearbeit ist dann auf einmal alles weg. Ja. Bei Fragen gerne wieder in die Kommentare zu dem Thema. Viel Spaß beim Rollerfahren, viel Spaß hier auf YouTube, viel Glück bei eurer Prüfung und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich beim... Wenn ich... Ah, verdammt! Da, meine Hand!
wenn der nächste Vlog naht. Wann genau was ist, weiß ich nicht, weil ich noch keinen Plan habe, wann ich was machen. Wow! Aber wir gehen jetzt mal vom Gas. So. Oh, da ist die Polizei. Können wir mal kurz links reinfahren. Komm Leute, ihr könnt eh nicht drehen. Jupp, die sind weg. Oder? Das war, glaube ich, das Schlauste, was ich gemacht habe. Die konnten mein Kennzeichen nicht sehen, glaube ich. Aber die wollten. Die hatten wieder den Drang zu drehen.